Das Beste aus Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle und Johannes Scherer. Naja, ganz ehrlich, aber es ist schon so, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich friere, aber es ist schon Jackenwetter heute Morgen, ne? Ja, warte, bis du in das Alter kommst, wo du die fliegenden Hits bekommst. Ist das bei dir schon so? Nee, ich glaube, das ist eher so ein Frauenthema. Ach so, oh. Ja. Aber so weit bin ich noch nicht. Aber du bist ja schon so ein bisschen mehr die heiße Braut, die sagt, Dankeschön. 30 Grad, finde ich super. Ach so, wettermäßig meinst du? Ja, natürlich. Auch. Also ja. In allen Bereichen. Rede dich nicht um Kopf und Kragen jetzt. Du kannst nur verlieren. Sei doch froh. Du kannst jetzt endlich bei dem Wetter kannst du mal den Sonnenbrand vom Wochenende kühlen. Ja, das ist stimmt. Super. Und stimmt. Für mich ist es auch perfektes Wetter, was wir gerade so erwarten. So 2, 23 Grad. Also sagen wir mal so, wenn man mich fragt, was ist das perfekte Wetter, würde ich sagen, alles unter 25 und über Scheibenfreikratzen. FFH. Das Sommerwetter. Und zwar heute mit freundlichem Sommerwetter. Jetzt haben wir ja schon trockene Luft und die Temperaturen liegen momentan zwischen 9 Grad in Nordhessen und 16 Grad unter den Wolken in Südhessen. Dort im Süden zwischen Frankfurt und Darmstadt, da ist der Vormittag noch ein bisschen bewölkt, aber ansonsten wird das heute ziemlich freundlich, ziemlich sonnig im Laufe des Tages und eben auch ziemlich warm mit 19 bis 26 Grad. Und noch ganz kurz zum Trend für die nächsten Tage. Der Hochsommer kommt spätestens ab Donnerstag mit 30 Grad und mehr. Guten Morgen Hessen. Die kennen doch nix. Über uns lacht die Sonne, über die im Nachbarort lacht die ganze Welt. Ich würde da niemals hinziehen, niemals eine von denen heiraten. Hör mir auf. So klingt es in vielen, vielen Orten in Hessen, wenn man so ein bisschen mit Augenzwinkern über den Ortsrivalen, über die anderen herzieht. Wie ist es bei Ihnen zu Hause in der Stadt oder im Ort? Geht ja auch im Kleinen. Mit wem kappeln Sie sich da leidenschaftlich? Volker Struck aus Kölbe, bei Marburg ist es. Bei euch sind es die Nachbarn aus Schönstadt. Ihr habt, Volker, sogar einen Spruch für die. Wie geht der? Das ist der Ort der zwei Lügen. Ist nicht schön und ist keine Stadt. Humor habt ihr ja schon mal, muss ich sagen, in Köln. Ja, genau. Was, aber Moment, wenn du sagst, Schönstadt ist nicht schön, was ist denn nicht schön? Oder was ist da schlechter als bei euch? Das ist die Überlieferung. Ich kann das gar nicht so genau sagen. Ich bin ja erst seit 20 Jahren in Kölbe. Aber woher kann das kommen? Der Sage nach von einer Kirmes in Kölbe. Da haben Schönstädter einen Autoscooter geklaut, um damit nach Hause zu fahren. Ja, und dann waren leider auf halber Strecke die Chips alle. Also. Ja, das ist definitiv eine Sage. Ja, genau. Aber es ist trotz aller Erzählungen und Sagen und so weiter, ist klar, wer cooler ist oder welcher Ort? Nein, würde ich gar nicht so sagen, weil aus der Erfahrung habe ich mitgekriegt, dass in Schönstadt zum Beispiel die Dorfgemeinschaft und Zusammenhalt und so deutlich stärker ausgeprägt ist als in Kölbe. Also ich war lange Zeit engagiert in Vereinen in Kölbe und das war immer ein ganz hartes Brot, da vernünftige Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Kölbe ist direkt an Marburg, da laufen die Leute dann nach Marburg und deshalb ist es schwierig. Was ich mir gemerkt habe, ist Schönstadt, der Ort der zwei Lügen, nicht schön und keine Stadt. Finde ich großartig. Vielen lieben Dank für die Story. Gerne. Finde es so schön, wenn man irgendwie so mit so einem kleinen Augenzwinkern auf jeden Fall sich kabbeln kann. Mit welchem Ort kabbeln Sie sich und warum vor allem? Ja, und natürlich, falls jetzt jemand aus Schönstadt zurückschlagen will und sagen, hey, wir haben einen tollen Elektroautoverleih, das sind noch die übrig gebliebenen Autoscooter von damals. Ja, oder die Story irgendwie mal richtig stellen will, Sie können sich gerne bei uns melden. Ja, wir sind da transparent und offen. Jetzt Sprachnachricht schicken oder anrufen direkt an der 069 1972 5. Aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf für Hessen. Hitradio FFH. Gefühlt brennt es in Osthessen so häufig, Julia, ist schon aufgefallen. Mhm. Letzte Woche war irgendwie Brand in Steinau und noch einer in Fulda. Jetzt gestern hat es gleich zweimal am Abend in Osthessen auch wieder heftig gebrannt. Erstmal im Kreis Fulda in Hünfeld im Zentrallager eines Baustoffgroßhandels und nur ein paar Stunden später dann in Lauterbach im Vogelsbergkreis und dort in der Halle eines Sägewerks. Einige Feuerwehrleute sind, stand heute früh, sicherheitshalber ins Krankenhaus gekommen mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Außerdem ist die Bahnstrecke Fulda-Bad Hersfeld weiter gesperrt wegen der Auswirkungen des Feuers. FFH Osthessen-Reporter Olaf Brinkmann, du warst bei beiden Bränden vor Ort. Wie hast du das erlebt? Ich wohne ja in der Nähe von Hünfeld und wir waren gerade beim Abendessen, als wir dann von Nachbarn von dieser riesigen Rauchwolke erfahren haben. Blick aus dem Fenster hat dann gereicht, dann bin ich sofort losgefahren. Und als ich bei dem Baustofflager in Hünfeld angekommen bin, das war ein richtiges Inferno. Gerade in dem Augenblick, als ich ankam, ist ein Stück von der Mauer, von der Seitenwand dieser Halle zusammengekommen.
gestürzt. Das war schon sehr beeindruckend. Die Halle ist komplett ausgebrannt. 3 Millionen Euro Schaden. Die Ursache ist noch unklar. Kann man sich übrigens auch anschauen in den von dir gefilmten Videos und den Fotos bei FFH im Web und in der App, Olaf. Und gehen wir chronologisch weiter. Dann kam direkt der Brand in Lauterbach. Ja, ich war gerade fertig mit einem Interview in Hünfeld. Dann kam die Info, dass es in Lauterbach auch brennt. Bin ich da auch hingefahren. 140 Kräfte von Feuerwehr und THW waren da zwischenzeitlich im Einsatz. Das Wasser, und das war die Schwierigkeit oder eine der Schwierigkeiten hier, das Wasser musste von sehr, sehr weit zur Brandstelle gepumpt werden. Ja. Teile der Halle wurden auch beschädigt, aber ich glaube, der Schaden ist in Lauterbach nicht so hoch wie der in Hünfeld. Mhm. Die Brandursache hier im Sägewerk in Lauterbach war wohl ein technischer Defekt. Also Dankeschön an alle Feuerwehren, die im Einsatz waren und teilweise auch noch sind, um die gelöschten Brände natürlich zu bewachen, da alles zu kontrollieren. Und an alle Kollegen im Krankenhaus, gute Besserung wünschen wir euch. Hitradio FFH, Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit? Ohne Wasser? Mit oder soll ich das Kaffeepulver schnupfen? Ich meinte mit einem Glas Wasser dabei. Du solltest heute mindestens 8 Liter trinken. Weil Sommer ist? Nee, das ist der Tagesbedarf eines ausgewachsenen Kamels. Dann mach mir halt eins, sonst kenn ich Wasser ja nur vom Aspirin schlucken. Mit Kohlensäure oder still? Das Wasser mit Kohlensäure und du still. Nee, nee. Einmal die 4 und die Flasche Mineralwasser hier. Oh, aus der Perlflasche. Die in Deutschland bekannteste Flasche, schon seit 51 Jahren. Also neben der Cola-Flasche, der Bierflasche und Attila Hildmann. Stimmt. Also die Perlflasche hier aus Glas wird übrigens bis zu 50 Mal wieder befüllt. Die PET-Variante bis zu 25 Mal. Krass. Danke, dass man dich noch nicht als Werbefigur für Wasser entdeckt hat, wundert mich ja. Ich? Du bist oft aufbrausend, sehr durchschaubar und immer geschmacklos. 29 Euro, sammeln Sie Hassja-Punkte, haben Sie eine Quelle-Card oder sind Sie im Elisabethen-Club? Nein. Dann Dankeschön. Bitteschön. Ankes Tanke, täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Beim Rewe am Gewürzregal an den Kräutern der Provence-Region, das ist mein Urlaub 2020. Oh Gott. Schreibt zumindest Thomas an studio@ffh.de. Also ich finde, da haben wir doch deutlich bessere Alternativen. Die FFH-Urlaubsbringer. Für Ihre verrückte Urlaubsgeschichte bringen wir Ihnen den Urlaub nach Hause für einen Tag. Mallorca hatten wir schon, die Nordsee. Letzten Freitag war es eine Mexiko-Party. Mal gucken, was es diesen Freitag wird, ne? Ja, du wirst diesmal nicht den Urlaub vorbeibringen. Ich glaube, nee, Evren ist dran, ja. Evren macht's. Oh, da wird's doppelt lustig. Wobei, mit dir war es auch schön, ne? Also, ja, Christina, danke. Christina Zeisler aus Friedberg kann vielleicht gewinnen mit ihrer Geschichte. Du warst vor 10 Jahren in Italien auf einem Campingplatz und ich fass mal kurz zusammen. Ihr habt ein paar Leute kennengelernt, Italienerinnen, Französinnen und so. Genau, und eben dieser Giacomo, den haben die Frauen immer so genannt und der war braun gebrannt, dunkelhaarig und wir haben überhaupt nicht bezweifelt, das ist ganz klar ein Italiener. Die haben uns eingeladen, dass wir mitspielen. Karten und Schach. So, wie hat sich das Ganze dann aufgeklärt? Also wir haben versucht, immer mit ihm zu kommunizieren und es war so ein bisschen Französisch, ein bisschen Italienisch, ein bisschen Hände und Füße und hat ganz gut funktioniert und eines Tages, so am 4. oder 5. Tag, stand dann seine Frau hinter ihm und sagte, kannst du mir mal die Schlüssel geben? Schwäbisch oder was? Kannst du mir mal Schlüssel geben? Genau. Und mein Hirn hat sich erstmal geweigert und gesagt, Moment, das habe ich jetzt einfach verstanden. Wieso spricht die Deutsch? Ja? In dem Moment mussten wir alle loslachen und dann haben natürlich alle gefragt, warum wir loslachen. Und dann haben wir gesagt, mein Gott, wir reden hier mit Händen und Füßen. Wir hätten Deutsch sprechen können. Ja. Und das, seine Frau, als die dann kapiert hat, worum es ging, sagte sie nur so auf breitesten Schwäbisch, und das ist der Spruch des Jahrhunderts geworden, sie sagte, so kann man sich täuschen. Ja, so kann man sich täuschen, ne? Aber hat er sich schön feiern lassen, der Giacomo. Der Giacomo! Dankeschön, liebe Christina, für deine Geschichte. Also vielleicht kommen wir am Freitag bei dir vorbei. Toi, toi, toi. Hol dir den Urlaub nach Hause. Jetzt mitmachen bei FFH im Web und in der App. Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle, Daniel Fischer und Johannes Scherer.